Hello and welcome. My name is Odo Sendaldekay and this video is zweisprachig in English and Deutsch. It's about the Parsec 8 Modulator and its live performance capabilities. Also es geht um den Parsec 8 Modulator und seine Performance-Möglichkeiten. Support me with liking the video and subscribing the channel. Gebt mir einen Daumen und abonniert den Kanal. So, let's get started. So, there's a normal polysynth with a multi-note device and a simple three chords in a four-bar loop. Also da ist ein normaler Polysynth mit einem multi-note device davor und einem vier-bar loop mit drei Akkorden drin. Now I add the Parsec 8 Modulator. Jetzt füge ich den Parsec 8 Modulator hinzu. Der sieht so aus. Den klappe ich dann mal auf. Then I modulate the filter with the Parsec 8. So, jetzt moduliere ich den Filter hier mit dem Parsec 8. Und da der hier aufgedreht ist, gucke ich mal. Now I check the highest value. This one. Okay, das ist der höchste Wert, den ich nehme. Und jetzt habe ich das hier mit, dem hier, I modulate with this here. Now I copy this modulation, jetzt kopiere ich die Modulation und paste sie and paste it over here. And then, das mache ich jetzt hier überall. And with the last one, mit dem letzten, moduliere ich jetzt noch Noise dazu. With the last one, I modulate additionally Noise. Okay. So, the original chord or track sounds like this. Das Original klingt so. Okay, so, and these are all modulated right now. I put them back on zero, or nearly zero. Nearly to zero. So, jetzt ist alles auf Zero. Now I add some preset pages and remote pages and add those fields. Ich füge jetzt einfach remote pages dazu und füge diese Parameter dazu. So, die habe ich jetzt auf einem Controller. Mit dem ich jetzt die einzelnen Parameter hier verändern kann. So, I got all these on a controller and right now I can move that with the mouse too. I can change it right now. Thank you.
Thank you.
So, that's all. That's a little demonstration what you can do with the Parsec. The sound was a little bit soft, but you can do very harsher and harder sounds, if you like to. Und das war jetzt auch quasi die ganze Demonstration. Die Sounds habe ich extra so ein bisschen soft gewählt, damit die jetzt nicht ganz so rein ballern und damit man mal so ein bisschen sieht, welche Rhythmiken man einfach mit so ein bisschen Filter erzeugen kann. So that you can see what rhythms you can produce with the movement of a filter. Okay, danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Thank you for watching. And mein Name ist Udo Sendai-Dukai, and if you have any questions or comments, Fragen oder Anmerkungen, lass es mich wissen und lasse doch bitte einen Kommentar. Please let me know and leave a comment. I hope to see you again in the next video. Bleib gesund, stay healthy, save the future, mach's gut, take care. Ciao, ciao. Thank you.